Hi und willkommen zurück. Ja, das letzte Mal wurden wir ja von Itzhak Hoka, dem Priester, gefangen genommen. Ja, diesem kleinen rundlichen Wicht. Und ja, Babadook hat sich ja von seinem Körper gelöst und ist jetzt wieder in seiner Geistform. Und mit der versuchen wir hier herauszukommen. Tja, und als Geist werden uns diese Gitterstäbe sicher nicht aufhalten können. Aber vorher schauen wir uns in der Zelle noch einmal um. Da war jemand besessen von Lattenzäunen. Ah, da war jemand schon länger hier. Und hat dieses beschauliche Heim bewohnt. Okay. Wo ist Fenster? Das ist das einzige Fenster ohne Balken. Wahrscheinlich haben sie gedacht, dass niemand dort herankommt. Klar schaffst du das. Lauf aus der Ecke heraus, stoß dich vom Boden ab und schwing dich aus dem Fenster. Ich würde es ja machen, aber ich esse tatsächlich ab und zu. Also wiege ich mehr als 10 Kilo. Tja, alle sind nicht so athletisch gebaut wie du, Jane. So, noch ein Fenster. Eine ungewöhnliche Brücke verläuft über das Wasser zum Thronsaal, geformt wie der aztekanische Gott der Brustmuskeln. Sieht aber nicht gerade robust aus. Tja, und ich schätze, wir müssen über diese sogenannte Brücke hinüber, um zum Herrscher zu kommen. So, Steinbett. Ein kaltes Steinbett. Gib nicht auf, Papa Doc. Wir wenden uns an den Herrscher. Wir holen dich da raus, selbst wenn es 30 Jahre dauern sollte. Tja, sehr aufmunternd. Danke. So, noch ein Skelett. Ah, das ist wohl der vorige Bewohner. Ein Skelett. An die Gefängniswand gefesselt. An seinem Ringfinger steckt ein Ehering. Nun, ich bin der Ehe entkommen. Ich werde auch dem Gefängnis entkommen. Tja, so kann man es auch sehen. Gitterstäbe biegen. Kein Mann kann diese Stäbe biegen. Nein, auch kein Schrumpfkopf. Tja, du sicher. Okay, dann verlassen wir das Gefängnis. Ich kann das Gefängnis als Geist erforschen, aber ich muss zurückkehren, um meinen Körper zu befreien. Ich muss mit dem Herrscher und Ischel sprechen. Manchmal ist die Blockade nur in unseren Köpfen. Erzähl das dem Skelett in deiner Zelle. Nun, das war nur eine Metapher. Tja, okay, wir sollen also den Körper nachholen. Ja. Ja, eine gute Idee. Und mit El is Ischel sprechen. Dies ist wohl die Göttin, die uns wohlgesonnen ist. Okay. Ist das Fackel? Aztekanische Fackeln. Es sind immer zwei, um die Zwillingsgötter Sonne und Mond zu ehren. Schnauze, das stimmt. Okay, dann nehmen Das wir soll in eine. meinen Besitz übergehen. Und ins Vormerksystem. Jawohl, und was ist das? Schlangenbild. Interessantes Wandgemälde. Drei verzweifelte Schlangen. Eine für jeden der Geisterpiraten. Ich bin die obere, offensichtlich. Tja, war ja auch nicht anders zu warten. Ich sehe den weiten blauen Himmel. Will ihn auch sehen. Okay, dann nicht. Wachraum. Sehen wir uns dort weiter um. Ich kann nicht fassen, dass er uns rausgeschmissen Ich hab dich gewarnt, keine Bohnen. Ah, das sind diese beiden Wachen, die mit Itzhak Das Hoka da ist unten nicht in meine unserem Gefängnis Schuld. waren. Du konntest dich nicht beherrschen. Zwei Wächter. Sie riechen kräftig nach Rum. Das sind angeheuerte Verbrecher. Keine ausgebildeten Palastwachen. Sie dienen Itzhak Hoka, nicht dem Herrscher. Keine Frage. Tja, dann Der ja, konnte muss ja sicher auch nicht freundlich nichts gesinnt riechen mit sein. dem Pfahl in der Nase. Hier, was ist das? Ein Ofen? Ich wünschte, ich hätte ein. Was ist das für ein widerliches Fleisch? Wasserschweinbraten? Man muss mit dem leben, Und ein was man hat. Balken. Untersuchen, untersuchen. Ein Dachbalken, genau wie die anderen. Diese alten Decken sind nicht sehr stabil.
Nicht so stabil, okay. Noch mehr Fackeln. Die Aztitlaner lieben das Licht. Ich hasse diese Wujo-Freaks. Fässer. Sechs Fässer mit aztitlanischem Rum. Der ist sogar stärker als der Piratenrum aus Mary Kay. Tja, können wir ihn nehmen? Die sind fest zusammengebunden. Okay, die sind zusammengebunden. Das ist ein Knüppel. Da war scharfkantiger. Pass auf, dass ich nicht auf... Ein neu hergestellter Hammer mit scharfen Schneiden aus Glas. Damit würde ich gerne mal Cricket spielen. Okay, können wir ihn nehmen? Ich leihe mir das mal eben. Jawohl. No, nicht ganz. Benutzen noch. Sie würden sehen, dass der Knüppel sich bewegt und ihn mir entreißen. Okay, mit diesen Rumfässern könnten wir unser Gitterstäbe sprengen. Die Wächter der Brücke pinkeln immer in den Fluss. Aber hier können wir nichts machen, solange die beiden noch in diesem Raum sind. Bist du sicher, dass wir die Masken nicht abnehmen können? Dann weiter. Aha, hier ist die sogenannte Brücke, die wir vorher gehört haben. Die wir vorher gehört haben, ja. Über diese müssen wir sicher hinüber und in diesen Tempel zu dem Herrscher. Okay, was ist da unten? Brückenwächter. Ich sehe einen Wächter am Brückenhebel stehen. Er scheint zu schlafen. Die Götter werden ihn bestrafen. Tja, und dieser Arm hält anscheinend die Brücke hoch. Irgendein Mechanismus sein. Okay, sind wir hier noch? Eine Schnitzerei eines aztitlanischen Schlangengottes. Schlangen sind in dieser Gegend heilig. Sie verehren die Sonne, genau wie die Aztitlaner. Warum? Weil Schlangen Kaltblüter sind. Genau wie Simbi. Okay, und eine Weinrebe. Gesunde grüne Weinreben, die sich monatelang dem Licht entgegengestreckt haben. Nehmen? Ich komme nicht dran. Okay, da kommst du nicht dran. Plattform. Ein niedriger Balkon. Das Gefängnis liegt nicht in der Nähe des Haupttempels, um den Herrscher nicht zu gefährden. Okay, was haben wir hier noch? Ein paar Blätter. Untersuchen und dann nehmen. Nasse Palmenblätter. Hier hat schon seit Monaten niemand mehr aufgeräumt. Ich denke, die könnte ich verwenden. Man muss nehmen, was man kriegen kann. So, jetzt haben wir ein paar nasse Palmblätter. Und hier ist ein Kamin. Der Schornstein, der in den Raum der Wächter führt. Ja, das trifft sich ja gut. Dann wollen wir ihn mal zudecken. Schauen, was jetzt passiert. Jawohl, sammeln Sie auf. Und drauf. Okay, verstopfen geht auch. Gut gemacht. So, und was jetzt? Müssen wir hinunter?